Prager Amokläufer soll auch ein Baby getötet haben. Mordverdacht in Wien. Orkanböen sorgten für Einsätze quer durchs Land. NATO-General hält Putins Ziele nicht mehr für erreichbar. Außerdem Mann nach 48 Jahren Haft für unschuldig erklärt. Schönen guten Abend. Ja, das und mehr sehen Sie heute bei den Krone News am Freitag, den 22. Dezember. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Nach dem Amoklauf an der Prager Karls-Universität am Donnerstag mit 14 Todesopfern herrscht in der tschechischen Hauptstadt Entsetzen. Ja, nun wurde bekannt, dass der 24-jährige Verdächtige auch für eine schreckliche Bluttat vor einer Woche verantwortlich sein könnte. Nach der Schusswaffenattacke an der Prager Karls-Universität mit 14 Toten und vielen Verletzten sucht die Polizei nach einem Motiv für die Tat. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren sei eingeleitet worden, um die Umstände aufzuklären, sagte die zuständige Staatsanwältin. Nun wurde auch bekannt, dass der 24-jährige Verdächtige auch für eine schreckliche Bluttat vor einer Woche verantwortlich sein könnte. Ein 32-Jähriger und seine 2 Monate alte Tochter wurden dabei in einem Waldstück regelrecht hingerichtet. Eine Zeugin hörte die Schüsse, entdeckte schließlich einen Kinderwagen und nur 2 Meter davon entfernt eine männliche Leiche. Ich sah einen Kinderwagen am Waldweg und dann auch daneben einen Mann liegen, schilderte sie einem Nachrichtenportal. Der Täter hatte auch kaltblütig die kleine Tochter im Kinderwagen erschossen. Der Säugling soll in die Brust getroffen worden sein. Polizeipräsident Martin Wondrasek erklärte auf einer Pressekonferenz, dass der Unikiller im Verdacht steht, auch dieses Verbrechen begangen zu haben. Wir arbeiten sehr ernsthaft mit der momentan sehr realen Möglichkeit, dass der Angreifer von der Philosophischen Fakultät auch für die beiden Opfer von Ende letzter Woche verantwortlich ist, so der Ermittler. Der Täter habe seine Opfer nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Der junge Mann hatte Donnerstagnachmittag im Hauptgebäude der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität das Feuer eröffnet. Nach den jüngsten Angaben wurden 25 Menschen im Kugelhagel verletzt, davon 10 schwer bis lebensgefährlich. Sie wurden in verschiedene Krankenhäuser der tschechischen Hauptstadt gebracht. Vor der Bluttat soll der Schütze bereits seinen Vater in dessen Haus westlich von Prag ermordet haben. Der Schütze soll seine Waffen legal besessen haben und er hatte keine Vorstrafen. Noch immer ist nicht geklärt, ob er sich selbst tötete oder von der Polizei erschossen wurde. Sicherheitsmaßnahmen im Land seien aus präventiven Gründen verstärkt worden. Das beinhalte auch eine stärkere Präsenz von Polizisten mit Langwaffen wie Maschinenpistolen an ausgewählten Orten. Der Amoklauf an der Universität ist der tragischste in der Geschichte der Tschechischen Republik. Im Jahr 2015 tötete ein Schütze 8 Menschen in einem Restaurant in Uherské Brod. Im Jahr 2019 starben 6 Menschen bei einem Amoklauf in einem Krankenhaus in Ostrava. Mordverdacht in Wien. In der Nacht auf Freitag wurde eine männliche Leiche auf einem Gehsteig entdeckt. Passanten alarmierten sofort die Polizei. Ein Fremdverschulden kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Ein Passant fand in der Nacht auf Donnerstag eine reglose Person im Gehsteigbereich der Fultonstraße in Wien-Floridsdorf vor. Er wählte sofort den Notruf und führte erste Wiederbelebungsmaßnahmen durch. Ein Notarzt konnte aber nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Erste Ermittlungen ergeben, dass es sich bei dem Opfer um einen 33-jährigen Mann handelt, der in Wien gemeldet war. Aufgrund der Auffindungssituation und der Verletzungen des Mannes, unter anderem ein offener Knochenbruch, wurde eine polizeiliche Kommissionierung des Leichnams durchgeführt. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete infolge die Obduktion und gerichtsmedizinische Untersuchung des Verstorbenen an. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt in alle Richtungen. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall werden auch anonym in jeder Polizeidienststelle und unter der Telefonnummer 01 31 31 06 78 00 entgegengenommen. Orkanartige Böen sind in der Nacht auf Freitag quer über Österreich gefegt. Entwurzelte Bäume, Stromausfälle, gesperrte Straßen und abgestürzte Dachteile beschäftigten die Einsatzkräfte die ganze Nacht über. Ja, alleine in Salzburg rückte die Feuerwehr zu insgesamt 120 Einsätzen aus. Orkanartige Böen sind in der Nacht auf Freitag quer über Österreich gefegt.
entwurzelte Bäume, Stromausfälle, gesperrte Straßen und abgestürzte Dachteile beschäftigten die Einsatzkräfte die ganze Nacht über. Allein in Salzburg rückte die Feuerwehr zu insgesamt 120 Einsätzen aus. Im Salzburger Stadtteil Liefering stürzte ein Baum auf einen vorbeifahrenden O-Bus. Dabei wurde eine 55-jährige Lenkerin verletzt. Außerdem mussten die Einsatzkräfte nach mehreren Stromausfällen Personen aus stecken gebliebenen Skiliften befreien. Auch am Flughafen Salzburg wurden zwei aus Hamburg bzw. Düsseldorf kommende Maschinen wegen der starken Seitenwind nach Linz umgeleitet und zwei weitere Verbindungen gestrichen, sagte Airport-Sprecher Alexander Klaus. Durch umgestürzte Bäume kam es auf der Tauernautobahn A10 zu mehreren Staus im Frühverkehr. In Oberösterreich waren rund 35.000 Haushalte wegen des Sturmtiefs Zoltan mehrere Stunden lang ohne Strom. In den frühen Morgenstunden waren noch immer rund 2.000 Haushalte betroffen. In Wels etwa riss der Sturm das Dach von der Turnhalle einer Volksschule. Mehr Arbeit gab es über Nacht auch für die Feuerwehr in Wien. Von 210 Einsätzen waren 80 auf den Sturm zurückzuführen. Grobe Schäden wurden aber keine verzeichnet. In Niederösterreich sind die Einsatzkräfte weiterhin in Alarmbereitschaft. Gerechnet werde mit massiven Einsätzen bis zum Wochenende. Auf den Bergen herrscht teilweise erhebliche Lawinengefahr, nämlich Stufe 5. Die Wetterwarnung bleibt auch am Freitag und Samstag noch aufrecht. Es werden weitere Sturm-, Schnee- und teils heftige Regenschauer erwartet. Ja, geht es nach NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, wird Russland trotz der enormen Anstrengungen seine Kriegsziele in der Ukraine nicht erreichen. Unterdessen sinke der Lebensstandard in dem flächenmäßig größten Land der Erde enorm, so der Norweger. Geht es nach NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, wird Russland trotz der enormen Anstrengungen seine Kriegsziele in der Ukraine nicht erreichen. Unterdessen sinke der Lebensstandard in dem flächenmäßig größten Land der Erde enorm, so der Norweger. Der Zweck der vom Präsident Wladimir Putin angeordneten Invasion sei es gewesen, zu verhindern, dass die Ukraine sich in Richtung Europäische Union und NATO bewegt, sagte Stoltenberg in einem Interview. Nach fast 2 Jahren Krieg sei die Ukraine nun aber näher an der NATO und der EU als je zuvor. Präsident Putin hat die Ukraine für immer verloren, schloss Stoltenberg mit Blick darauf, dass Russland die Ukraine jahrzehntelang als Teil seiner Einflusssphäre sah. Das sei eine große strategische Niederlage für Russland. Er sei sich absolut sicher, dass die Ukraine ihr Ziel eines NATO-Beitritts irgendwann erreichen werde. Stoltenberg verwies zudem darauf, dass Russland für seinen Krieg einen enorm hohen Preis zahlt. Das Land habe bereits Hunderte von Flugzeugen und Tausende von Panzern verloren. 300.000 Soldaten seien getötet oder verwundet worden. Infolge des Krieges steige zudem die Inflation und der Lebensstandard sinke. Auch sei Russland politisch isolierter als zuvor. Gleichzeitig warnte Stoltenberg davor, angesichts der Entwicklungen auf ein schnelles Kriegsende zu setzen und zu glauben, dass Putin nach der voraussichtlichen Wiederwahl am 17. März einen Kurswechsel einleitet. Wir haben keine Anzeichen dafür, dass Putin seine Ziele und seine Politik ändern wird, sagte der frühere norwegische Regierungschef. Er wird weiter versuchen, mehr Gebiete zu besetzen. Die Teuerung und der Machtkampf in der SPÖ waren die beiden bestimmenden innenpolitischen Themen des Jahres. Ja, gegen Altkanzler Sebastian Kurz wird Anklage erhoben. Diverse prominente Prozesse enden indes mit Freisprüchen. Mehrfach gibt es 2023 Terrorwarnungen, dazu diverse Skandale vom Gemeindebund über die Ärztekammer bis hinein in den Schrebergarten. Wir haben die Lage im Jahr 2023 grob für Sie zusammengefasst. Die starke Teuerung beeinflusst nicht nur das Leben der Österreicher, sondern auch die Innenpolitik. Vor allem SPÖ und FPÖ drängen auf Entlastungsmaßnahmen, die von der Regierung letztlich auch in einem gewissen Umfang gesetzt werden. Verfügt wird etwa ein Mietpreisdeckel, sozial Schwache erhalten eine Einmalzahlung, die Strompreisbremse wird verlängert, Übergewinne werden stärker abgeschöpft. Auch bei den Pensionen kommt es zu einer ungewöhnlich starken Erhöhung von 9,7%. Ähnliches gilt für die Beamtengehälter. Für die Spitzenpolitiker setzt es eine Nulllohnrunde. ÖVP und FPÖ haben 2023 ein ambivalentes Verhältnis. Einerseits geht man miteinander in Niederösterreich und Salzburg eine Koalition ein,
Andererseits wird auf Bundesebene ein Dauerkonflikt zelebriert. In den Umfragen zieht die FPÖ mit ihrem sich selbst zum Volkskanzler proklamierenden Parteichef Herbert Kickl den anderen Parteien davon, während die ÖVP mit der SPÖ um Platz 2 ringt. Die SPÖ lieferte sich das ganze Jahr 2023 eine Führungsdebatte, wie sie die Partei bis dahin noch nicht gekannt hat. Nach schwachen Ergebnissen bei den Landtagswahlen in Niederösterreich und Kärnten eskaliert die Situation erstmals und der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil prescht mit der Forderung nach einem Mitgliederentscheid vor. Letztlich kommt es nach langem internen Ringen zu einem Dreikampf zwischen Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner, dem Dreiskirchener Bürgermeister Andreas Babler und Doskozil, den letzterer knapp für sich entscheidet. Rendi-Wagner erreichte nur Platz 3 und tritt aus der Politik ab. Trotz seiner knappen Niederlage bei den Mitgliedern kandidierte Babler am 3. Juni auf einem außerordentlichen Parteitag in Linz, wo Doskozil nach dem Delegiertenvotum als neuer Parteichef ausgerufen wird. Dieser freute sich jedoch zu früh, denn nach Nachzählungen 2 Tage später wurde bekannt, dass die Stimmen falsch zugeordnet wurden und doch Babler der neue Parteivorsitzende ist. Der Konflikt köchelte auch in den Wochen danach weiter und drückt sich etwa dadurch aus, dass die burgenländische Landesorganisation keine Kandidaten für die EU-Wahl aufstellt. Babler wird auf einem ordentlichen Parteitag am 11. November ein weiteres Mal zum Vorsitzenden gekürt, diesmal mit knapp 89% der Stimmen. Mit ihm an die Schalthebel gelangen als geschäftsführender Clubobmann Philipp Kucher und als Bundesgeschäftsführer Sandra Breiteneder und Klaus Seltenheim. Auch ehemalige Politiker beschäftigten das Land im Jahr 2023. Altkanzler Sebastian Kurz muss sich ab 18. Oktober vor Gericht einer Anklage wegen Falschaussage vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss stellen. Mit ihm auf der Anklagebank landen sein früherer Kabinettschef Bernhard Bonelli sowie die ehemalige Casinos-Managerin Bettina Glatz-Gremsner. Letztere erhält eine Diversion und muss dafür mehr als 104.000 Euro bezahlen. Kurz und Bonelli beteuern ihre Unschuld. Der Altkanzler wird vor Gericht aber vom ehemaligen Generalsekretär des Finanzministeriums Thomas Schmidt belastet. Sebastian Kurz bleibt auch abseits seiner Gerichtsverfahren Gesprächsthema. Mehrere Filme widmen sich dem früheren ÖVP-Obmann, von denen ein kritischer von Kurt Langbein sowie ein eher kurzfreundlicher Streifen von Sascha Köllnreiter die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ausstieg aus der Politik, ein paar unternehmerische Aktivitäten gestartet. Weihnachten im Krankenhaus verbringen, das wünscht sich wahrscheinlich niemand. Vor allem für Kinder und Jugendliche können die Feiertage im Klinikum besonders schlimm sein. Eine kleine Aufheiterung bietet aber der Besuch des Christkindes in den Spitälern. Sehen Sie selbst. Viele Kinder können vor Weihnachten nicht bei ihren Familien sein und müssen im Spital bleiben. Sie freuten sich über einen ganz besonderen Besuch. In der Klinik Floridsdorf sind derzeit 20 Kinder stationär untergebracht. Viele von ihnen werden den Heiligen Abend in der Klinik verbringen müssen. Einige sogar von den anderen isoliert. Einige Tage vor Weihnachten hat sich der Wiener Gesundheitsverband zusammen mit der Donaustädter Firma Industrial Alpinists Vienna daher etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Als Christkind, Weihnachtsmann, Rentier, Grinch und Eisbär verkleidet, wollten sich die Industriekletterer vom Klinikdach abseilen. Leider machten starker Wind und Regen einen Strich durch die Rechnung. Die Gefahr ist da, dass da irgendwas passiert, weil wenn der Wind reinbläst, dann verbläst er die Leute und das kann dann ziemlich in die Hosen gehen. Und deswegen haben wir gesagt, nein, das machen wir nicht. Natürlich schauten Christkind und Co. trotzdem auf der Kinderstation vorbei und sorgten für strahlende Augen. Ein Highlight: vom gegenüberliegenden Dach konnten die Kletterprofis den kleinen Patienten in Isolation zumindest zuwinken. Es ist ein Urteil mit potenziell enormen Konsequenzen für die Wahl im kommenden Jahr. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist nach Auffassung des obersten Gerichts des US-Bundesstaates Colorado nicht für das Präsidentenamt geeignet. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump darf in Colorado
nicht zur Vorwahl seiner republikanischen Partei für die Präsidentschaftskandidatur antreten. Er habe sich mit seinem Verhalten im Zusammenhang mit dem Sturm auf das US-Kapitol am 6. Jänner 2021 für das Amt des Präsidenten disqualifiziert, hieß es in der Dienstagabend veröffentlichten Entscheidung des obersten Gerichtshofs des US-Bundesstaats. Der Richter berief sich auf den 14. Verfassungszusatz aus Bürgerkriegszeiten, der Personen von öffentlichen Ämtern auf Bundesebene ausschließt, die sich an einem Aufstand beteiligt haben. In dem mit 4-3 Stimmen entschiedenen Urteil heißt es, und komme nach Prüfung der Sachlage ebenfalls zu dem Ergebnis, dass Trump beabsichtigt habe, mit seiner Rede am 6. Jänner zu Gewalt und Aufruhr anzustiften, um eine friedliche Machtübergabe zu verhindern. Der 14. Verfassungszusatz besagt, dass niemand ein höheres Amt in den USA bekleiden darf, der sich zuvor als Amtsträger an einem Aufstand gegen den Staat beteiligt hat. Zwar werden in der Passage für solche höheren Ämter einige Beispiele genannt, das Amt des Präsidenten ist aber nicht explizit aufgeführt. Das oberste Gericht von Colorado ist der Meinung, dass der Zusatz auch für das Präsidentenamt gilt. Das Gericht setzte seine Entscheidung bis kurz vor dem Druck der Wahlzettel Anfang Jänner oder bis zur möglichen Klärung durch den Supreme Court des Bundes vorerst aus. Offen ist noch, ob der Supreme Court in Washington den Fall annimmt. Es gilt aber als wahrscheinlich, geht es doch um eine Verfassungsfrage. Trump hatte während seiner Amtszeit die Mehrheit im Gericht deutlich nach rechts verschoben, auf 6 der 9 Sitze. 48 Jahre sind eine lange Zeit, vor allem wenn man sie nicht in Freiheit genießen kann. Diesen Albtraum musste Glyn Simmons durchleben. Der heute 71-Jährige saß fast 50 Jahre im US-Bundesstaat Oklahoma im Gefängnis. Nun wurde klar, er ist unschuldig. Nach fast einem halben Jahrhundert im Gefängnis ist im US-Bundesstaat Oklahoma ein irrtümlich wegen Mordes verurteilter Mann für unschuldig erklärt worden. Der Afroamerikaner war, wie erst jetzt bekannt wurde, bereits im Juli nach genau 48 Jahren, einem Monat und 18 Tage im Knast freigekommen. Der 71-jährige Glyn Simmons ist damit nach Angaben des Projekts der National Registry of Exonerations der Häftling, der in der US-Geschichte am längsten unschuldig hinter Gitter saß, bevor er freigesprochen wurde. Richterin Amy Palumbo hatte damals Simmons' Verurteilung aufgehoben. Am Dienstag erfolgte der offizielle Freispruch, wie er Mittwoch bekannt wurde. Auf diesen Tag haben wir lange, lange gewartet, sagte Simmons im Anschluss. Wir können endlich sagen, dass Gerechtigkeit geübt wurde. Simmons und ein weiterer Verdächtiger, Don Roberts, waren 1975 wegen der Ermordung eines Mitarbeiters eines Spirituosengeschäfts in der Stadt Edmond bei einem Raubüberfall zum Tode verurteilt worden. Die Todesurteile wurden später in lebenslange Haftstrafen umgewandelt. Die Verurteilung hatte lediglich auf der Aussage einer Jugendlichen basiert, die bei dem Raubüberfall eine Schussverletzung am Kopf erlitten, aber überlebt hatte. Sie gab in der Folge an, Simmons und Roberts wieder zu erkennen. Später gab es erhebliche Zweifel an der Verlässlichkeit dieser Aussage. Beide Männer hatten während des Prozesses beteuert, sich zum Zeitpunkt der Tat nicht einmal in Oklahoma aufgehalten zu haben. Roberts wurde bereits im Jahr 2008 aus dem Gefängnis entlassen. Simmons dürfte nun Anspruch auf eine Entschädigungszahlung haben. Was getan wurde, kann nicht ungeschehen gemacht werden, aber es könnte Rechenschaftspflicht geben, sagte der Freigesprochene. In den USA kommt es immer wieder zu schweren Fehlurteilen. Betroffen sind oft Angehörige von Minderheiten wie Afroamerikaner, die sich häufig keine guten Anwälte leisten können. Kritiker sehen hier einen systematischen Rassismus im US-Justizsystem. Das waren sie, die Krone-News am heutigen Freitag. Ich wünsche Ihnen jetzt schon mal frohe Weihnachten und erholsame Feiertage. Bis bald.